seinem Zuhause, weit weg von der Erde, ist das James-Webb-Teleskop vielleicht nicht ganz so allein, wie es scheint. Der Raum, in dem sich das Teleskop befindet, ist kein völliges Vakuum. Und leider ist das Unvermeidliche passiert. Ein kleiner Felsbrocken, ein Mikrometeorit, kollidierte mit einem der Spiegelsegmente von Webb. Aber es gibt keinen Grund zur Panik. Die Ingenieure, die das Teleskop gebaut haben, sind sich der Gefahr des Weltraums sehr bewusst. Und Webb wurde sorgfältig darauf ausgelegt, ihn standzuhalten. Und das ist die Sache, die mich persönlich an dieser News fasziniert hat. Für mich ist die Schlagzeile nicht, dass James Webb von einem Meteor getroffen wurde, sondern dass die Ingenieurskunst dies bereits mit eingeplant hat. Auch wenn ich für das Thumbnail natürlich den Meteoriten nehmen musste. Wir wussten immer, dass Webb der Weltraumumgebung trotzen muss, zu der hartes ultraviolettes Licht und geladene Teilchen von der Sonne, kosmische Strahlung aus exotischen Quellen in der Galaxie und gelegentliche Einschläge von Mikrometeoriten in unserem Sonnensystem gehören. Das sagte der Ingenieur und stellvertretende technische Projektleiter Paul Geithner, ich hoffe, das ist korrekt, vom Goddard Space Flight Center der NASA. Wir haben Webb mit einer Leistungsspanne, optisch, thermisch, elektrisch, mechanisch entworfen und gebaut, um sicherzustellen, dass es seine ehrgeizige wissenschaftliche Mission auch nach vielen Jahren im Weltraum erfüllen kann. Zudem befindet sich Webb in einer Region, die 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist und sie wird L2 genannt. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Lagrange-Punkt, an dem sich die Gravitationswechselwirkung zwischen zwei umlaufenden Körpern, in diesem Fall der Erde und der Sonne, mit der Zentripetalkraft der Umlaufbahn ausgleicht. Im Endeffekt entsteht eine stabile Tasche, in der massearme Objekte geparkt werden können, um den Treibstoffverbrauch zu senken. Dies ist für die Wissenschaft extrem nützlich, aber diese Regionen können auch andere Dinge sammeln. Jupiter zum Beispiel hat in zwei Lagrange-Punkten, die er mit der Sonne teilt, Schwärme von Asteroiden. Auch andere Planeten haben Asteroide in ihren Lagrange-Punkten, wenn auch etwas weniger als Jupiter. Zudem ist es für uns recht unklar, wie viele Brocken sich auf L2 angesammelt haben, aber es wäre nicht klug anzunehmen, dass sich in der Region überhaupt keine angesammelt hätten. Webb wurde also speziell dafür entwickelt, der Bombardierung durch staubgroße Teilchen standzuhalten, die sich mit extrem großer Geschwindigkeit bewegen. Bei der Entwicklung von Webb wurden nicht nur Simulationen durchgeführt, sondern die Ingenieure testeten auch Einschläge auf Spiegelproben, um die Auswirkungen der Weltraumumgebung zu verstehen und sie zu mildern. Stöße können Spiegelsegmente verschieben, aber das Teleskop verfügt über Sensoren zur Messung der Spiegelposition und die Möglichkeit, diese zu korrigieren, um etwaige Verzerrungen auszugleichen. Die Mission Control hier auf der Erde kann auch Anpassungen an Webb senden, um die Spiegel wieder in die richtige Position zu bringen. Und selbst seine Optik kann im Voraus von bekannten Meteoritenschauern weggedreht werden. Zudem wurde Webb mit massiven Fehlermargen gebaut, sodass die im Laufe der Zeit zu erwartende physikalische Aggressivität des Weltalls die Mission nicht vorzeitig beenden wird. Es befindet sich wahrscheinlich in einer besseren Position als Hubble, welches in der erdnahen Umlaufbahn nicht nur Mikrometeoriten einschlägen, sondern auch einer ständigen Bombardierung von Weltraummüll ausgesetzt war. Im Gegensatz zu Hubble bedeutet die Entfernung zu Webb jedoch, dass Techniker nicht in der Lage sein werden, es zu besuchen und Reparaturen vorzunehmen. Nicht, dass Hubble in letzter Zeit gewartet worden wäre. Laut meiner Recherche war die letzte derartige Mission im Jahr 2009 und es wird auch keine weitere mehr geben. Und jetzt kommen wir zu dem wirklichen Übeltäter, dem eigentlichen Mikrometeoriden, der das Teleskop zwischen dem 23. und 25. Mai getroffen hat. Es war ein zufälliges Ereignis, dies hätte man nicht voraussehen können. Der Einschlag war jedoch größer als erwartet, was bedeutet, dass er eine Gelegenheit darstellt, die L2-Umgebung besser zu verstehen und Strategien zum Schutz des Teleskops in der Zukunft zu finden. Da die Webb-Spiegel dem Weltraum ausgesetzt sind, haben wir erwartet, dass gelegentliche Mikrometeoriteneinschläge die Leistung des Teleskops im Laufe der Zeit verringern würden. Das sagte Lee Feinberg, Leiter der optischen Teleskopelemente von Webb bei der NASA Goddard. Und ich muss sagen, dass mich das fasziniert, denn seit dem Start von Webb wurden bereits so
einige messbare Mikrometeoriteneinschläge gemessen, die aber den Erwartungen entsprachen. Diesmal war es leider ein Einschlag, der größer war als in den Vorhersagen angenommen. Sie werden diese Flugdaten nutzen, um die Analyse der Leistung im Laufe der Zeit zu aktualisieren und auch betriebliche Ansätze zu entwickeln, um sicherzustellen, dass sie in der Zukunft Abbildungsleistung von Webb für viele Jahre bestmöglich maximieren können. Die ersten Bilder von Webb sollten weiterhin planmäßig am 12. Juli 2022 eintreffen. Doch zuvor gab es bereits Tests, die einfach atemberaubend waren. Schaut euch das Video dafür an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.